Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder vor einer bezaubernden Kulisse hier in Frankfurt, in meiner Heimatstadt. Und zwar habt ihr mir so viele Kommentare hinterlassen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr habt so viele Sachen geschrieben, so viele Anregungen, was ich denn in meinem nächsten Video machen könnte. Euch interessiert ja bestimmt, mit was ich dann meine Videos aufnehmen werde. Und wo fange ich denn jetzt an? Jetzt habe ich mir das hier festgeklemmt. Ja? Scheiße. So. Produkt Nummer 1, und zwar das iPhone 11 Pro Max. Zeige ich euch mit der Triple-Kamera. Und zwar hat das iPhone eine Weitwinkelkamera. Und deswegen habe ich mir das iPhone geholt. Ich bin darf man das sagen, ich bin Apple-Fan. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Aber ich mag die Apple-Produkte ganz gerne, weil das alles sehr einheitlich ist. Deswegen Number One, das iPhone 11 Pro Max. Auf jeden Fall für Schnappschüsse auf Reisen ist das ganz gut. Und das ist schon top. So, dann nutze ich auf meinen Reisen das iPad Pro, und zwar damit ich so, ja, es ist schön klein kompakt zum Bilderbearbeiten mit Lightroom. Und das nächste ist zum Tauchen ganz geil, und auch wenn man ein bisschen Fahrrad fährt und ein bisschen wandert und mal ein paar Videos machen will, habe ich die GoPro. Genau, die GoPro. Und jetzt, was neu dazugekommen ist, davon habe ich aber jetzt noch gar keine Aufnahmen. Das ist die GoPro 360 Grad. Damit ihr schön die Visage sehen könnt von mir. Also von rechts nach links, von Norden nach Westen, von Osten nach Süden. Dann kommt als nächstes die Drohne. Ja, ich mache mal hier jetzt. Meine Drohne, da muss ich jetzt mal hier die Adresse wegmachen, weil sonst werde ich noch gestalkt hier in Frankfurt. Also ich mache es mal so rum. Und zwar habe ich die Mavic Air 2. Ziemlich geil, die Drohne. Ich habe zwei Drohnen. Ich habe einmal die Mavic Air von DJI und einmal die Parrot Anafi. Die ist auch ganz cool. Die ist sehr leicht und hat den Vorteil zu DJI, wenn man unterwegs ist, dass man die auf jeden Fall mit USB laden kann. Das kann man bei der DJI leider nicht. Also nicht, dass ich es wüsste. So haben sie es mir auf jeden Fall im Store erklärt. Jetzt weiter mit der Kamera. Und zwar die Kamera, mit der ich gerade aufnehme. Von daher werde ich jetzt ganz schnell umswitchen. Und werde euch jetzt noch mal die Kamera zeigen, die ich mir jetzt neu geholt habe, weil mit dem iPhone sind die Bilder zwar schon ziemlich geil, aber ich glaube, wenn man die dann ausdrucken würde zum Beispiel, dann ist einfach die Auflösung mit einer Kamera, die 26 Megapixel zum Beispiel hat, ein bisschen. Und mich würde interessieren, was ihr so für Erfahrung habt, ob man überhaupt noch eine Kamera benötigt heutzutage, weil oder ob man vielleicht alles mit dem iPhone machen kann. Das würde mich ja stark interessieren, was ihr da so für Erfahrungen habt. Aber die Kamera, die zeige ich euch jetzt. Ich will euch nochmal die Kamera zeigen, mit der ich jetzt die Fotos machen werde. Das ist eine Fujifilm X-T30. Die habe ich mir zugelegt. Machen wir mal ein schönes Bild, ein schönes Foto von euch hier. Zack. Damit ihr auch die Quali seht. Was ist denn da?
Die ist ja auf Auto gestellt. Die kann man doch nicht auf Auto stellen nach meinem Fotokurs. So. Jawohl, Abfahrt. Ich habe jetzt genau zu dem Fotokurs, und zwar habe ich online einen Kurs gemacht, weil, kennt ihr das, wenn so Sachen nicht in euren Kopf gehen, wenn ihr die zehnmal lest, zehnmal irgendwas macht und es geht einfach, ihr wollt es gar nicht, es geht nicht in euren Kopf rein. Und da habe ich jetzt einen Fotokurs gemacht bei, das heißt 22 Faces, das ist ein Online-Kurs. Und ich sag euch, der ist super, den werde ich euch auf jeden Fall verlinken, weil, also, ich bin jetzt Fotoprofi, Leute. Ich kann die Kamera bedienen wie Schieß mich weg. Und die sieht auch echt cool aus. Guckt mal. Es ist eine Systemkamera, wo ihr die Objektive tauschen könnt. Ich denke, jeder, der sich mit Fotografie auskennt, weiß, was ich meine unter euch. Und die ist wirklich super. Also die ist total leicht, diese Kamera, die Fujifilm. Ja, ich werde mir noch ein paar Objektive zulegen, weil ich habe jetzt nur so ein allgemeines Objektiv, 18 bis 55 mm. Das ist so, ja, das kann man so für alles benutzen, aber wenn man jetzt zum Beispiel Landschaftsfotografie machen möchte, sollte man schon ein Weitwinkelobjektiv haben. Und das kommt hier noch drauf, das Weitwinkelobjektiv. Die Videos werden immer besser. Ich hoffe, dass sie besser werden. Also, es ist auch nicht so einfach, wenn ihr mir da jetzt nettes Feedback gibt. Und ich habe ja bei meinem letzten Video gesehen, es gab ja auch Daumen nach unten. Und da habe ich mir, da ist für mich schon ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Da habe ich gedacht, wozu macht man das Ganze hier, wenn das euch doch gar nicht gefällt? Aber dann habe ich natürlich positives Feedback bekommen von euch. Und das war jetzt natürlich wieder die Ironie, die aus mir gesprochen hat. Ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Von daher, ja, das wird schon, das wird schon. Also Daumen runter, motiviere mich noch mehr. Und ja, ich bin da guter Dinge, dass das hier alles kompakt weiterläuft. Und falls ihr mir bei Instagram folgen wollt, weil ich ja hier so viele Follower schon habe bei YouTube, findet ihr mich auch unter MacFox Travel. Und ja, da könnt ihr euch noch ein paar schöne Sachen von mir anschauen. Ein paar lustige Sachen auf jeden Fall. War's schon von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.